Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein erstes Video auf diesem Kanal. Ich möchte mit euch heute eine DIN-Lang-Karte basteln für eine Hochzeit, weil bei mir demnächst eine Hochzeit ansteht und da brauche ich eine Karte, wo ich ein bisschen Geld oder einen Gutschein reintun kann. Wir fangen mit den Materialien an. Die Materialien sind einmal ein Stück Cardstock 23 x 8 cm. Da falzt ihr jeweils an der langen Seite rechts und links 1 cm und an der kurzen Seite jeweils auch 1 cm, weil das wird die Tasche, wo wir am Ende das Geld bzw. den Gutschein reinstecken. Außerdem braucht ihr natürlich eine DIN-Langkarte. Die macht ihr ganz einfach mit den Maßen eines Cardstocks von 21 auf 21 cm und falzt dann wieder bei 10,5 cm. Dann nehmen wir noch einen Aufleger in den Maßen 9,5 mal 20 cm. Außerdem habe ich mir noch Motivpapier zurechtgeschnitten in den Maßen 10 mal 20,5 cm. Dann nochmal ein Aufleger, wo dann am Ende das Motiv draufkommt, beziehungsweise die Deko draufkommt in den Maßen 9 x 19,5 cm. Und nochmal ein Stück Motivpapier für die Tasche als Aufleger in den Maßen 6,7 x 20,7 cm. Außerdem braucht ihr noch Deko für die jeweilige Karte. Ich zeige euch mal, mit welcher Kollektion ich diesmal arbeite. Das ist diese hier. Das ist ein unglaublich schönes Papier. Da werde ich wahrscheinlich demnächst auch noch ein Album mit basteln. Die Wedding Day Collection findet ihr alles im Shop bei Alma Art. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Könnt ihr einfach mal schauen, was sie da für Papiere hat. Also da gibt es viele, viele Kollektionen, die man sonst irgendwie nirgendwo findet, meiner Meinung nach. Genau, das verlinke ich euch. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir beginnen damit, dass ich, also so fange ich eigentlich immer an, dass ich die kompletten Aufleger mit Klebeband fix beziehe, damit ich halt einfach vom Kleben her es am leichtesten habe, genauso wie mit der Tasche. Die Tasche klebe ich auch als erstes ein. Da schneide ich mir auch noch die Klebelaschen jeweils eckig ein bisschen ab, damit das dann am Ende einfach nicht zu dick wird. Ah, was ich noch vergessen habe, es wäre gut, wenn ihr zwei Bänder noch hättet in der gleichen Länge, damit man die Karte am Ende auch gut schließen kann, damit am Ende auch nichts rausfällt, ne? Also wenn man das ohne machen würde, dann kann es halt immer mal sein, wenn die Karte dann aufgeht, dass euch entweder der Gutschein rausfällt oder halt das Geld, was ihr da reinpackt. Das wäre halt ein bisschen schlecht. Deswegen verbinde ich das Ganze noch mit einer Schnur. Das ist jetzt so ein Vintage Ribbon. Deswegen dröselt sich das auch so ein bisschen auf. Muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten finde ich den Effekt auch immer bei Karten immer ganz schön. Das mache ich auch folgendermaßen. Ich gehe einmal her, drösel mir das Band so ein bisschen auf, sodass das nicht mehr so zusammengezurrt ist. Dann nehme ich so ein kleines Stückchen Klebeband, weil da kommt die Tasche drüber, das sieht man später nicht mehr. Und klebe mir das so hier an. Ist auch Abreißklebeband, also es geht ganz leicht ab. Und lege mir das dann so hier auf. So, damit man am Ende die Karte gut schließen kann, aber das nicht mehr sichtbar ist. So, als nächstes kleben wir die Tasche ein. So, ich fange immer so an, dass ich immer erst die lange Seite anklebe und dann erst die Winkel bzw. die kurzen Seiten. Versucht das natürlich auch immer sehr genau zu kleben, dass da nichts übersteht oder so. Das Halsbein.
und dann na, gehst du wohl ab. Genau, und dann knicke ich mir die so nach innen und lege das Ganze einmal um. Oh nein, 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 nein. So. Ja, gleich beim ersten Video geht was schief, ne? So wie wir es halt brauchen. So. Okay, ist jetzt auch so ein bisschen luftig. Das heißt, da kann man gut was reinpacken, ne? Dann als nächstes kommt hier schon das Motivpapier drauf. Wie gesagt, das habe ich mir schon vorher zurechtgeschnitten. Ebenfalls mit Klebeband bezogen. So. Das lege ich hier unten immer am besten an der unteren Kante an und schaue, dass die Abstände relativ gleich sind, beidseitig, und lasse es dann einfach fallen. Beziehungsweise führe das noch so ein bisschen nach oben. Genau. Ja, das wäre schon das Innenleben von der Karte im Grunde genommen. Man könnte jetzt natürlich noch einen Spruch hier reinstempeln, generell natürlich auch was reinschreiben. Ich mache das dann so, dass ich hier dann noch einen Aufleger reinmache, wenn ich dann weiß, was ich reinschreibe, und dass ich den dann hier an der Seite reinkleben werde. So, fangen wir an mit der Vorderseite. Auch hier erst das erste Motivpapier. Ich arbeite jetzt mit einem doppelten Aufleger. Das bedeutet, dass da einfach noch mal ein bisschen mehr Dimension drin ist in der Karte, ohne dass ich mit 3D-Pads arbeite. Genau. Auch hier wieder lege ich es an der unteren Seite an, gucke, dass die Abstände relativ gleich sind. Lass es fallen, beziehungsweise führe dann das Teil nach oben. So sind einfach die Abstände relativ gleich. Gehe nochmal mit dem Falzbein drüber, dass auch alles richtig schön klebt. So, dasselbe mache ich jetzt, dass ich das Motivpapier auf meinen Aufleger klebe. Dann habe ich das schon mal. Darunter verstecken wir auch gleich das zweite Bändchen, sodass wir das gut verstecken können. Also, dass es nicht sichtbar ist, die Klebekante in irgendeiner Weise. Und dass der Verschluss dann am Ende auch passt. So, zweiter Aufleger. So, dann nehme ich das zweite Bändchen. Es gehen schon meine Stanzteile mit ins Bild. Ich nehme das zweite Bändchen. Wieder ein Stück Klebeband, etwa auf der Höhe wie das andere, klebt mir das hier fest, reiße es einmal ab, dröselt das hier wieder ein Stück weit auf, muss nicht ganz aufgedröselt sein, nur so ein bisschen, dass wir es gut festkleben können, und legt das hier so auf die Klebekante, beziehungsweise auf den Klebestreifen. Dann kommt mein Aufleger. Den lege ich jetzt auch wieder. Mit etwa dem gleichen Abstand kleben wir den fest. Und dann seht ihr schon, dass da eine gute Dimension entsteht durch diese Technik, ne? Und man braucht kein 3D-Klebeband oder keine 3D-Klebepads. Nutze ich auch sehr viel, aber in dem Fall braucht es das nicht unbedingt bei dem Aufleger. So, na? Alles schön festdrücken, gerade hier, da wo das Band ist, dass das nicht später nochmal zusätzlich rausrutscht ein bisschen, sondern dass das immer schön an der gleichen Stelle bleibt. So, dann haben wir jetzt schon eigentlich die Grundkarte im Grunde genommen fertig. Jetzt kommt es eigentlich nur noch auf die Deko drauf an. Wie gesagt, da habe ich mir schon einiges ausgeschnitten, was man in dem Block bzw. in der Papierkollektion drin hat, um eine schöne Karte zu gestalten. Und das lege ich mir jetzt nach und nach aufeinander auf, so wie es mir gefallen würde.
Ich mag das auch total, wenn das ein bisschen absteht, also nicht komplett auf der Karte festklebt. Es wirkt halt alles dann noch mal so ein klein wenig interessanter. Ja, genau. Und jetzt könnte man sich halt noch überlegen, wo macht man 3D-Pads drauf? Also ich mache sie auf jeden Fall unter das Auto, würde ich sagen, damit ich die Zweige und die Blüte gut drunter stecken kann. Alles andere wird wahrscheinlich von mir mit normalem Klebstoff aufgeklebt. Generell braucht man zum Aufkleben von Standsteilen nicht besonders viel Klebstoff, meiner Meinung nach. Ich weiß, es gibt auch diese Klebepunkte, aber ich habe da irgendwie ein Problem. Also ich kriege das nie hin, dass die Klebepunkte genau da landen, wo sie landen sollen. Und dann sieht man die hinterher. Also ich fahre da eigentlich ganz gut mit dem Flüssigkleber bisher. So, dann gucken wir nach dem Auto. Machen da die Klebestreifen drauf. Das mache ich auch nach keiner bestimmten Ordnung, sondern einfach so, wie ich denke, dass es passt. Dadurch, dass die nicht verschickt wird, braucht man auch nicht ganz so viel. Ist sowieso immer ein bisschen schwierig, wenn man so viele Pads drum macht oder gerade diese Klebestreifen, die sperren das ja. Und wenn man etwas drunter schieben will, dann geht das dann nicht mehr gescheit. Also ich muss da auch mich selbst immer bremsen, dass ich nicht zu viel nehme, damit ich die Sachen am Ende noch drunter schieben kann. Mache ich gleich noch auf die große Blüte Klebstoff drauf. Dass ich die vielleicht gleich zusammen aufbringen kann. Wie gesagt, ich nutze da wirklich nicht viel Klebstoff, nur so ein bisschen. Und dann gucke ich gleich, wie setze ich es auf. Ja, so gefällt es mir ganz gut. Und packe das dann da drauf. Kommen noch die kleinen Zweige. Da wären halt jetzt zum Beispiel Klebepunkte wahrscheinlich gar nicht so übel, aber ich glaube, das geht doch so. Und wie gesagt, ich nehme nur gerade so hier am Anfang ein bisschen Kleber, sodass die Blätter sozusagen noch ein bisschen Bewegung haben und ein bisschen abstehen, dass da einfach noch mal so ein bisschen Dimension und 3D-Effekt entsteht. Kommen noch die Blüten. Packen wir die dann hin. Dahin. Ich glaube, da ist auch ganz schön. So, und dann haben wir schon mal die Deko vorne fertig. Hier habe ich noch jetzt noch so ein kleines Standteil übrig. Ich glaube, das werde ich jetzt einfach noch mal hier mit reinkleben.
Hier oben kommt dann noch der Spruch hin. Ich bin ganz ehrlich, ich konnte mich noch nicht für einen Spruch entscheiden. Deswegen werde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich einfach abwarte jetzt noch, was ich in die Karte schreibe. Das weiß ich nämlich noch nicht und den Spruch einfach danach ausrichten werde. Aber was wir schon mal drauf machen können, sind natürlich Glitzis, ne? Also Karten ohne Glitzis geht gar nicht bei mir. Und da bin ich ganz ehrlich, meistens habe ich da viel zu viel drauf als zu wenig. Es kann eigentlich nicht genug sein. So, genau. So sähe das dann aus. Hier kann man dann eine schöne Schleife reinbinden und dann ist die Karte eigentlich schon fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Daumen nach oben gebt, den Kanal gerne abonniert. Ich bin jetzt ganz neu auf YouTube, aber es kommen jetzt regelmäßig Videos, gerade so kleine Basteltutorials für Karten, aber auch Alben habe ich mir vorgenommen. Genau, wenn euch die Karte gefallen hat, würde ich mich auch total über einen Kommentar freuen. Wenn ihr sie nachbastelt oder sowas ähnliches in die Richtung bastelt, könnt ihr mich ja auch gerne verlinken. Mein Instagram verlinke ich euch unten in der Infobox. Und ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Tschüss!